So. Das und das und das da rein. Ich habe uns einen Mülleimer jetzt mal gecraftet. Okay. So, dass wir dort alles reinschmeißen, was wir immer brauchen. Ich wollte an die NASA Workbench. Oh, seid ihr schon so weit? Ja, ich habe unser Lager schon automatisiert. Ja. Bei uns geht das alles hier ein bisschen zügig voran. Das war das da oben mit der Welt. Genau, NASA Workbench. NASA Workbench. Ich brauche eine Werkbank, Redstone Torch, zwei Hebel. Jetzt brauche ich dich wieder, Sissy. Mhm. Ich brauche wieder Stahl. 2, 4, 6, 8. Warte. Und ich brauche Silikon und Diamanten. Ich dachte, wir hätten noch Stahl. Ich hätte ansonsten noch Stahl abgegeben. Wie viel Stahl brauchst du? 2, 4, 6, 8. Kohle hat genau dafür gereicht. So, Silikon. Endia brauche ich dann auch noch. Da bräuchte ich dann noch. Ja, ich brauche auch einen zum Herstellen der gepressten Sachen. Ich wollte mich gerade an Smelting setzen, die Quest. Dalli Lulali. Hey, wo sind die? Erste Seite. So bei. Da. A Whole New Moon. Ach so, ja, Das wollte ich halt auch noch machen. Da hatte auch der Dia gefehlt, stimmt. Jetzt weiß ich, warum ich die Dias alle im Inventar hatte. Können wir die Dias nicht wieder herstellen aus dem Nano-Cubes? Nein, kannst du nicht. Kann man die anderweitig herstellen? Dias kannst du herstellen. Wie? Dia ist... Jetzt muss ich kurz gucken. Obwohl, doch, warte. Du müsstest den Diamantblock machen und den dann klein craften. Ja, wir brauchen ja einen Diamant. Warum sollten wir uns dann aus 9 einen Block craften? Ah, man kann auf Carbon-Nanotubes einen Diamantblock machen. Mhm. In jedes Feld 3 Carbon-Nanotubes rein. Dann mach das. Zack, 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 zack. Also unsere Erzproduktion ist komplett halbautomatisch so gesehen. Ja, die Erzproduktion ist bei uns auch halbautomatisch. Ich muss immer wieder das Zeug nachlegen, aber das Lager... Nee, ich muss das von das eine in das andere umsortieren jetzt immer. Du musst dir mal unser Lager angucken, fest dir an den Kopf. Also sagen wir es so, ich habe jetzt gerade in der kurzen Zeit, wo ich jetzt online war, 25 Gravel so gesehen hergestellt. Wie hast doch du einen behalte wie, ich wie machst du Gravel? Tust du Stein clean craften irgendwie? Nö. Ich synthesiere Stein. Gesundheit. Du, auf was? Deutsch? Ich stelle es synthetisch her aus Elementen. Ach so. Ich benutze den Chemical Decomposer, um Cobblestone klein zu machen, da eine gewisse Chance SI und O rauszubekommen. Und das crafte ich dann hinterher zusammen zu Gravel. Okay. Also ich habe eine kleine, es hat eine 20%ige Chance, aus einem Cobblestone Silikon und Oxygen rauszubekommen. Ich crafte ein Silikon mit zwei Oxygen zusammen und kriegte dann. Sissy. Ich habe zwei Dias hinten aus der Erzfarm geholt. Okay. Ne, den Rest habe ich den da wieder in die Kiste getan. Okay, weil irgendwie ist das nie hinterhergekommen mit dem Aussortieren. Was wollte ich jetzt?
du musst noch mehr Gold herstellen. Wir müssen dort mindestens ein Stack Speed-Upgrades reinhauen, damit das ruckzuck geht. Ich habe kein Gold mehr. Und aus 5 oder 6 Stacks Kobbel habe ich gerade kein einziges rausbekommen vorher. Wollen wir mal die Cobblestone-Farm anschließen an das Teil? Das Problem ist, dann haben wir wieder zu wenig Strom. Damit das permanent läuft. Warum? Wir haben unendlich Holz. Das schon, aber es ist nicht schnell genug, sagen wir es so. Und ich hätte die Quest für alles. Rechts, Mitte, links. Welches soll ich nehmen? Mitte. Das erste. Die goldene Mitte. Doch, wir haben mehr als Limestone. Hier, ich habe das jetzt mal angeschlossen, ne? Mhm. Der hat ordentlich Strom. Ja, es reicht ja für 5 oder 6 Decks und dann wird's knapp. Guck mal bitte hier rein. Das wird eigentlich gar nicht großartig weniger. Ja, das schon. Wo ich das durchgesiebt habe, oder halt durchgeschmissen habe, ist das relativ... Wir müssen halt nur zusehen, dass hier immer die Kiste mit Oakwood Slabs voll bleibt. Oder Sticks, oder... Und wir haben hier oben 10 Stacks Oakwoods, also... Ja, ich kann da unten auch eine Eisenkiste draus machen, dass mehr reinpasst. Ne, gut, das ist das, weil immer nur eins gleichzeitig durchgeht. Dann generiert der immer nach und nach ein bisschen was. Wenn man jetzt da ein ganzes Deck reinschmeißt, dann ist es wieder was anderes. Trotzdem. Aber so passt's ja. Na, da haben wir das jetzt auch erstmal automatisiert. Und... Wo soll ich das Ding da hin tun? Was da? Ja, such dir hier eine Kiste aus. Okay, dann packe ich das da mit hin und das da runter. Genau, ich wollte Stein brennen, bin ich bescheuert. Oben dürfte noch Holz drin sein. Ich hab gerade auch was gebrannt. Beziehungsweise sollte noch allgemein ein bisschen was drin sein. Von Zeug, ja. Ja, hier sind auch noch 5 Pur-Ingots drin. Ja, die meinte ich. So, gehen wir jetzt auf die NASA-Workbench und dann... A whole new moon, haben wir jetzt fertig. Dadurch, dass wir die Ersten sind mit der NASA-Workbench, kann ich dann auch schon die ersten Planeten für die Tier 1 freigeben. Hm? Beziehungsweise, Erde. Wenn alle eine Rakete haben. Es wird bei uns noch eine längere Zeit dauern. Dann gebe ich euch ja. Genau, dann machen wir das so, dass wieder geteilt wird. Das wäre vielleicht auch besser, so dass wir uns ab dann, wenn wir die Raketen haben, zusammentun, weil es geht ja dann nie anders. Und dass wir dann immer 1-2 Personen haben, die Raketen craften. Das rein. Warum? 2 Silikon. Ich verstehe das gerade nicht. Da eins rein und da eins. Triple Compress Dings da, ja. Jetzt braucht das Ding ernsthaft Strom. Ich könnte. Welches Ding braucht Strom? Der Fabricator. Von Galactic Craft. Und so kriegt er Saft. Standbild. Mein Spiel ist abgeschmiert. Läuft. Ja, während das lädt. Oh, ich will was zu essen. Bis gleich. Bis gleich. So, das haben wir, Jetzt brauche ich das.
und Ditte. Alles andere habe ich. Jetzt habe ich die Hebel, ich habe die Redstone-Fall. Yo, wir haben gleich die Workbench. Läuft. Bing. Bing. Die Sticks hin. Habt ihr Flint, was ihr nicht braucht? Ja. Wir haben hier 9 Stacks. Kommst du holen? Ihr wohnt da. Musst du runterkommen? Mich runter, lass mich runter, lass mich runter. Oh, what the hell? Hier oben. Das ist alles automatisiert jetzt. Ist leer. Ich lasse euch mal ein Stack da. Für was braucht man das eigentlich? Für gar nichts. Ich schöre daraus jetzt Kabel, Flint her. Gravel. Leute, mir fehlt eine Workbench. So. Ja, NASA Workbench. Quest ab. Tarox. Ja. Du okay. Hast die Kabel unten nicht angeschlossen. Das ist dir bewusst, oder? Hm, hab ich doch. Melvin. Nee. Melvin, 1, 2 oder 3? 3. 2. Nee, 3. Jetzt ist 3. Dich frage ich auch nicht mehr. Warum? Wen, mich oder ihn? Ja, hier. Melvin. Ach so, oh, scheiße. Ein Spawn Creeper, ey. Hab ich jetzt rausgekriegt. Das nächste Mal frage ich CO2. Eine Raffinerie brauchen wir jetzt. Oh. Airlock Controller. Hey. Okay. Oh, scheiße, ich brauche hier noch einen. Ich hab's gerade geschafft, 1,5 Millionen Strom einfach mal aus dem Nichts wegzuziehen. Läuft. Indem ich Gravel hergestellt hab. Insert. Ja, gut. Ah, okay, das geht nicht so, wie ich es mir gedacht hab. Ja, gut. Kann ich ja jetzt weitermachen, ne? Jo. Gut. Tyrox, kannst du mal kurz im DC das Svenja Hi schreiben und sagen, dass wir gerade in Aufnahme sind? Oxygen Sealer. Refinerie. Dafür brauche ich Widerstand. Stahl? In die Ecken Kohle und in die Mitte ein Eisen. Aber geht nur mit richtiger Kohle. Ja, da fehlen mir noch 2. Scheiße. Oder ist hier hinten noch was drin? 1. Toll. Hier draußen eine Baumfarm noch. Ach so, wo. Ich hier den Server mal anhatte, habe ich mal bei eurer Baumfarm ein bisschen was nachgelegt an Äxten und. Danke, habe ich gemerkt schon. Sachen, weil. Das ging ja gar nicht voran bei euch. Ja, aber auch noch nicht so häufig heute, deswegen. So. Wir
Wir müssen unbedingt auf den nächsten Planeten. Ich brauche mehr Strom. Shit. So. Also, oben in die Ecken das und dort das wirklich eins. Bin mal kurz AFK. Okay. Ich hasse es. Jetzt. Gerade so. Jetzt habe ich 6, daraus mache ich 3. Ich brauche 2. Wie weit seid ihr bei der Chemie-Quest-Reihe? Sissy ist fast fertig. Durch. Sissy? Die ist gerade AFK, sich was zu essen holen. Guck mal bitte in euer Questbuch. Ja. In der Chemie-Quest rein, Tab. Warte, das ist die 5. Ja. Genau. Habt ihr die Quarz, das Quarz-Ding schon fertig? Natürlich. Was habt ihr genommen? Ich glaube, Netherrack, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, warte mal. Achso, dort unten, das Solarpendel. Gut, weil das braucht man, das kann man nicht craften. Und das wird für eine andere Questreihe gebraucht. Ich weiß, für das Solarpendel 2. Mhm. Habe ich ihnen gesagt. Gut, ich wusste nicht, ob jemand an dem das gesagt hat. Wir haben dort oben alles fertig. In der ersten Questreihe läuft. Ja, habe ich auch. Achso, das Refinerie-Dingens. Brauche ich das dazu? Jetzt brauche ich ja gebrannten Stein und Kupper-Dings. Jetzt ist die große Entscheidung. Ob Tyrox auf Jungs oder auf Mädchen steht. Ah, doch. Geht doch. Gut. Ja, ich kann wieder richtig geil erstellen. Okay. Okay, und was ist jetzt die Antwort? Was? Worauf? Jungs oder Mädchen? Jungs oder Mädchen? Ob ich ein Junge oder Mädchen bin, oder? Jungs oder Mädchen? Mädchen. Dein Glück. Melvin ist auch gerade AFK. Ich doch glaube immer 2 Kupferkanister daraus. Yay! Ach, was mach ich denn so? Okay, dann frage ich halt mal CO2. Was denn? Du darfst nur einmal ja und einmal nein antworten. Nein, ich werde damit nicht mitmachen. Warum? Ich kenne das schon. Schade. Dann muss ich das dann mal mit Melvin machen. Okay, CO2. 1, 2 oder 3? Welche Quest? Egal, einfach sagen 1, 2 oder 3. Ich bin für die 2. So. Dich frage ich auch nicht mehr. Was war's denn? Enderman Spawn-Ei. Das ist nicht ganz so scheiße. Wenn du Glück hast, kriegst du nämlich deine Enderperle raus, die du für einige Sachen echt brauchst. Wir haben eine Enderlily-Seed und wir können Enderperlen-Club auch herstellen. Ja, Enderperlen stellt man über radioaktives Material her. Ja, Hammer. Und wir haben hier 4... Wir haben mir gerade Titanium zugeworfen. Ich. Wir haben hier noch 4 Enderperlen, wir haben hier eine Enderlily-Seed, also brauchen wir nicht... Ich heb mir die Eier für was anderes auf. Falls Tyrox mal seine verliert. Aber nur falls, ne? Wieso kann... Lead Ingot kann man... Ernsthaft? Auf was muss ich die NASA-Workbench platzieren? Wie auf was?
Ach hier. Ganz normal. Oh lol, das, die geht nicht auf geschüsselten Stein. Nee, die braucht eigentlich nur eine bestimmte Menge an Platz. Ja. Ich hab die gerade auf geschüsselten Stein platziert, da hat sie mir wieder ins Inventar gehauen und ich hatte so allen Seiten Platz eigentlich. Hm. Wirklich auf Stone Bricks geschüsselt, kannst du nie platzieren. Okay. Oder weil nach oben vielleicht zu wenig Platz war. Okay, Tier Rocket 1 kann man auf jeden Fall schon herstellen. So, nächste Quest. Fuel Loader. Oh, da brauche ich ja wieder Stahl dafür. Ah. Für was braucht man hier dieses Chlor? Für einige Quests. Um deinen Pool sauber zu halten. Ach. So, wieder da. Okay, Melvin. Eine ganz wichtige Frage an dich, warte.